ich sollte jetzt ein paar Fotos machen. Ja, das gebe ich dir den Apparat, da kannst du auch ein Foto. Ich bin vielleicht aus dem Film mit der Stimme. Ah, ist der Papa weg? Kann ich schon machen. Der erste Eindruck war natürlich grandios schön gewesen. Und sicher etwas Spezielles ist, es hat in dem Ardent-Studio drei Studios. Und wir dürfen am grössten sein. Am grössten Studio, wo schon diverse Weltmusiker Platten aufgenommen haben. Und wir sind am gleichen Ort, eben mit einem super Team. Wir haben es gut gehabt untereinander, die ganze Band war irrsinnig, wir hatten einen guten Aufenthaltsraum gehabt. Ist hier auch für mich sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das ist für jeden wichtig. Was ist das? Ich weiß nicht, das ist ein Americano Mineralwasser. Zuerst hocke ich hier in dem grossen Studio. Hier ist der Schlagzeuger im Raum, hier ist der Bassman bin und suchen. Und der Flügelspieler, der Pianoman, hockt auch in dem Raum rein. Der Gitarrist hat den Verstärker in einem anderen Raum gehabt, dass er nicht gerade alles über Sound hat mit seinem Sound. Und der letzte Sänger, den haben wir auch in einen separaten Raum rein da. Und so haben wir alle miteinander aufgenommen, dass man der Drive und das Feeling, wo wir auf der Bühne haben, dass man eigentlich so ein bisschen spielen kann. Und da ist man verbunden mit Kopfhörern untereinander. Du kannst selber einen Mix machen, was du gerne hörst, was du brauchst. Wenn ich als Klavierspieler ein bisschen Bass brauche, ein Schlagzeug und die Stimme, dass man weiss, wo man im Song innen ist, dann kannst du das einstellen. Und das ist schon so da in dem Ardent Studio. Also vor der Pauke, Bassdrum sagen wir dann, vor dem Kick, jetzt irgendwie, ja, das ist etwa 1,80 Meter tief, glaube ich, also ein Riesenteil mit Wollendecke und Schachteln drunter. Und das haben sie einfach gemacht, um einfach einen Kick-Ass-Bassdrum-Sound hinzuholen. Und yeah, wo einfach für einen Raum, für einen Raum-Sound einerseits und für den Bassdrum-Sound andererseits einfach wirklich der Sound ist, oder wirklich der Sound. Also, das gesamte Mikrofon vom Schlagzeug, glaube ich, habe irgendwie bin ich nicht, 14 oder 15 gezählt. Also, über das ganze Schlagzeug. Also, man hat diverse Instrumente 2 bis 3 Mal abgenommen. Man hat sehr viele Raummikrofone gehabt, ist mir aufgefallen. Und wenn ich da angekommen bin, also vielleicht noch schnell, wenn ich da angekommen bin, oder wo wir da angekommen sind im Studio, hat ja der Jason und der Adam, also der Soundingenieur und sein Assistent, haben ja als erstes gesagt, ja, jetzt ist gerade der Huey Lewis und seine Band gegangen.
Und ich dachte, hallo, der Huey Lewis und seine Band. Der Huey Lewis ist in The News, die Band ist für mich, das sind Heroes. Das ist etwas Besseres, finde ich, in Sachen Rockmusik. Und die haben dann nach Jahren unterdurch in dem Studio, wo wir gekommen sind, in die ihre CD aufgenommen. Kennst du einen? Joe Walsh. Jimmy Wolf, Led Zeppelin, du verrichter. Ja, Brünnel, haben wir da gut zu Augen. Ja, BB King. Albert Collins. Stevie Ray Vaughan, vom selben Kämmersten. Bob Dylan. Ich bin erst in einer Pause. Ich habe, glaube ich, 9 Songs gesungen, das muss ich jetzt gerade sagen. Ich habe nicht gedacht, oh, nur noch 2. Nicht, dass ich die nicht gerne gesungen habe, sondern dass man es halt einfach möglichst gut hat wollen, das ist klar. Bin ich da hinten gesessen, da in unserem Garten raus, habe ein Bierchen genommen, Zigaretten geraucht und habe die Wand durchgeschaut. Und das war für mich auch so ein emotionaler Moment gewesen, als ich all die Leute gesehen habe, die hier aufgenommen haben. Die berühmten Namen, die haben wir schon manchmal geschrieben und gemacht, die müssen wir nicht mehr aufzählen. Aber ich muss sagen, ja, ich hatte ein bisschen Augenwasser gehabt. Es war ein so spezieller Moment gewesen. Ich musste sagen, ja, und ich mache jetzt das auch hier. Das ist einfach an mir so gegangen. Und ich habe das irgendwie müssen festhalten. Ich bin also wirklich heim und habe das geschrieben. Habe das aufgeschrieben, weil es ist wirklich unglaublich gewesen. Ich war noch nie in der Südstaaten. Es war natürlich toll. Ich war in einem Flug von Atlanta, noch mit einem kleinen Flug auf Memphis. Ich habe mir die Stadt noch viel grösser vorgestellt. Das war wirklich eine coole Stadt. Was mich einfach fasziniert, ist einfach wirklich Musik. Dort haben wir jetzt einfach wirklich so ein Musikmuseum. In der Schweiz haben wir so Bundesbriefarchiv. Und so Zeug, oder? Dort ist einfach wirklich einfach Musikmuseum. Ja. Das ist einfach schon wirklich ganz speziell. Da kannst du Musik anschauen, du kannst ins Museum rein und die Musik, die du da immer gelost hast. Das ist die Musik, die einfach von dort kommt. Das ist wirklich sehr speziell gewesen. Just come on down. We're ready to play. Get this party on its way. So people just come on down. We are ready to stay and rock the night away with all of our honky-tonk sounds. Hey people, that is back. Down, so people just come on down. We're ready to play and throw the night away with all of our honky-tonk sounds. Gonna lay it down, every back in town. So people just come on down. Hey people, that is back in town. Frühstück. Morgen haben wir uns getroffen, je nachdem wie spät wir sind liegen. 10, sagen wir ca. 10 war eigentlich die Durchschnittszeit, würde ich sagen. Und dann sind wir miteinander zum Morgenessen und typisch Amerika. Zum Morgen da sind wir gegessen mit Eier, Speck, Rösti und Toastbrot natürlich. Und Wasser mit Eis gehört auch dazu und Kaffee bis zur
Unendlichkeit. Und danach haben wir jeden Tag etwas Spezielles. Und nur, wie gesagt, einmal haben wir sogar mehr Männer können in den Postentag einlegen. Wir haben das gemacht, mit den einen sogar. Da sind wir immer die bekannten Sachen anschauen. Eine ist das. Habe ich vorhin ja gesagt eigentlich. Und es war immer sehr, sehr speziell gewesen. Und wir haben einfach gewusst, um zwei müssen wir hier sein. Um zwei. Und wir haben das immer geschafft, wenn eine Schweizer Uhr, wenn wir natürlich sind. Um zwei sind wir im Studio angekommen. Da haben wir den Studio und jetzt sind wir speziell. Wir sind speziell begrüßt worden. Und alles ist immer, es ist gerade losgegangen, man hat ihn gefreut. Es hat ihn gefreut. Und ich bin jedes Mal schnell neu in Aufenthaltsraum. Ich habe noch schnell meine zweite Sachen getrunken und müssen vielleicht noch etwas nehmen, damit es mir passen hat. Und danach ist mein Technikerraum im Studio. Und da war der Jason und der Adam schon bereit. Und der Jim war natürlich auch schon binnen zu suchen. Und je nachdem, was los war, oder, ist losgegangen. Hat man müssen singen oder hat der andere vielleicht mit der Franz mit der Handorgel etwas aufgenommen. Oder der Erich ist noch ein bisschen basic gemacht. Schlagzeug ist und der Bass sind in den ersten zwei Tagen aufgenommen gewesen, eigentlich. Und man hat dann viele andere Sachen müssen machen. Speziell war es, wo er da ein spezielles Tom aufgestellt hat, wie muss ich dem sagen. Eine Pauke, eine grosse. Und danach für die Songs, für The Storm und für Music Man, der mit der Pauke geschlagen, das war ganz, ganz speziell. So also war das immer aufgeteilt, Alltag. Der Jim hat wieder gesagt, hat ihm immer auch sehr freien Lauf gelassen. Was willst du jetzt? Wann willst du das? Und wenn irgendjemand nicht möge, ist er wieder einen Haufen Solo aufnehmen. Und jeder hat so seinen Teil gemacht. Und so ist es immer gegangen. Zwischendurch hat man wieder ein bisschen Pause gehabt. Darum war es auch so wohl. Es hat einem gut getan. Es war einfach schön, da zu sein, ich muss es sagen. Und man hat so viele Pausen gehabt, wo man vielleicht auch gehen konnte, wo ein anderer etwas gemacht hat. Aber es hat einem einfach so gepackt. Man ist gerne hier da am Foto hinten gesessen und hat einfach zugelassen, was der Kollege macht und wie das wieder weitergeht, wie der Jim und der Jason das verarbeitet hier. Das war ja so interessant gewesen. Und so ist das immer gegangen bis um 12 Uhr. Also beklärte Arbeit. Wirklich auch streng gewesen. Das letzte haben wir vielleicht noch ein Bierchen genommen. Einer ist da, einer ist dort. Wie gesagt, dann ist man heim. Der Block ist angestanden. Wir eigentlich sind wir alle dort. Gestanden, etwas gemacht. Der Erich hat er geschrieben. Wenn ihr seht, nach jedem harten Tag gibt es noch Büroarbeit zu verrichten. Das ist im Fall halb eins jetzt. Gibt es jetzt einen zusätzlich? 20 Stunden nach dem. Ja, das ist genau. Aber wenn man einen extra zahlt, kann man auch etwas machen. So. Cool. Right. Right. Das ist doch ein Ring gehabt. Rechtzeitig. Wie deine Finger noch? Feierabend. Halb eins. Fotos sucht er noch oben. Ich mache einen Computerkurs. Alle, ja, genau. Und weißt du, immer alle zu einem Blog schreibst, wie du siehst. Also es ist eins, halb zwei, zwei, auch schon halb drei. Und dann ist man liegen und am anderen Tag ist wieder losgegangen. Also sehr, sehr ein busy Tag. Aber natürlich jeden Tag haben wir jede Stunde, also man darf sagen, jede Minute genossen. And feelings start to melt.
Das muss ich sagen, ist natürlich etwas anders. Es ist weniger Obstgetränk, ich weiss so in der Schweiz viel Obst. Aber es war auch ein spezielles Erlebnis, seitdem einfach wirklich fette Ware Alltag zu essen. Also ich muss sagen, wenn ich noch ein paar Wochen dort drin gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich ein paar Kilo zugenommen. Aber wir haben zwei, dreimal gute Steakhouse gefunden und das ist auch wirklich gut. Also ein Erlebnis habe ich noch, wir sind in einem Steakhouse gegessen. Am Abend, und dort hatte ich wirklich gar keinen Hunger. Dann habe ich auf der Karte so eine Vorspeise bestellt. Und ich habe nur die Hälfte bestellt. Die Hälfte von der Vorspeise. Das war ein riesen Teil. Eigentlich wie bei uns ein ganzes Menü. Und das ist natürlich schon komplett anders wieder in der Schweiz. Einfach alles im Überfluss. Zu viel, auch zu viel verteilen. Ich bin ein Mensch, der mich sehr gut anpassen kann in Sachen essen. Ich habe kein Problem, wenn ich irgendwie Sandwich esse oder auch mal Hamburger. Aber Memphis ist wirklich so ein spezielles Pflaster. Sagen wir mal, also abgesehen vom Morgenessen, wo halt Speck, Rösti und irgendwie Rührei oder Spiegelei und Toast ist, wo man nicht viel kaputt machen kann als Koch, muss ich sagen, ist die Küche hier in Memphis also das ziemlich Crap. Sweet thing, Mike. Gut. Also, ja, gut liegen, okay. Das geht weiter, das ist auch Amerika. Yeah. Is this what you were hoping for? Yeah, it's the highest class food I ever tasted. Man, you want to get out more. Look, it's einfach so cheap. Das ist amerikanische Kultur, Esskultur, und das kommt in der Schweiz eben nicht über. Und ich finde es grossartig. Ich freue mich auf das Morgen, wenn ihr nicht Hunger habt. Ich weiß nicht. Muss es jetzt noch fotografieren? Es gibt Drummer Power. Ja. I was tempted by the big Jim burger. Jim burger, yeah. That's a Jim burger. Ha ha ha! Bruno und Franzi gehen eine Pizza holen, schon nicht lange gesehen, vor drei Tagen. Ich merke es jetzt noch. Und in Pizza Hut, also ich wollte jetzt nicht negative Werbung machen, aber ich glaube, ich habe wirklich noch nie so etwas Schreckliches gesehen. Und es hat eben leider noch schlimmer geschmückt, als es aussieht. Das war einfach wirklich nur grusig. Aber zum vielleicht der noch ein bisschen von dem Memphis reden oder vom US-Süden. Wir haben also hier alle zwei, dreimal sehr gut gegessen. Wir mussten ein bisschen rekognoszieren. Oder Jason und Adam haben das plötzlich gewusst. Und ganz in der Nähe vom Studio hat es also da schon ein, zwei Restaurants, wo es sehr gut ist, wo man ganz gut isst. Der Sperrib, so hat man können meinen, sie essen jetzt nicht. Das sind wirklich ganz gute Sperrib, die wir gegessen haben. Das sind also meine Eindrücke hier vom Memphis. Es war toll. Super, super Zeit. Es ist immer schwierig, weil die Schweiz ist weit weg von Memphis. Und ich wir kennen das Studio nur vom Internet und natürlich eine große Geschichte vom Studio.
Aber trotzdem, man kann nicht erst besuchen und dann entscheiden. Aber der Jason ist ein Weltklasse-Engineer. Und hat voll Profi. Was für mich macht er Profi-Engineer. Er macht die Arbeit schnell und fähig, absolut korrekt. Es hat auch viel Humor, wenn nötig. Und der Adam, der Assistent, auch. Wir sind ein super Doppelpakt, die A-Team. Und für mich ist es problemlos eigentlich für die Produktion. Vom Technical her, die macht alles super. Es ist nur die Band, ist ein bisschen schwierig gewesen. Besonders das Schlagzeug. Aber der Jason ist auch Schlagzeug gewesen, so ich konnte natürlich ein paar Teile selber spielen. Oh, no. Cut. Jason? Are you okay? Yeah? Yeah, we'll just record. Okay. We'll record one. Just a few, not all of it, just 30 seconds or something. Just to hear it, okay? Yep. Jason? I would play this with a click, the whole thing with a click. Thanks. Yes. Yep. Direct on the solo then. I slide through fear. Zurückgekommen, du deine Gitarre aufgenommen hast, Jim, und dann ist dann ein Leslie gestanden. Also Leslie ist so ein riesiger Halskasten, den man in der Regel für eine Hammond-Orgel braucht. Das sind so 100 Kilo Teile. Und da steht da innen ein Leslie, und wir haben gar nicht eine Hammond-Orgel gebraucht bei seiner Aufnahme. Und dann haben wir gesagt, jetzt haben die irgendwie, der Jim und der Jason zusammen, eine Idee gehabt, da könnten wir jetzt noch ein Leslie für holen. Der Jim hat irgendwelche Gitarren-Sounds ausprobiert. Da auf dieser Seite hier im Studio sind irgendwie 5 Tops, also Verstärker gestanden. Und dann irgendwie, ja, ich glaube, der Jim nicht so ganz happy gewesen und der Jason auch nicht recht. Und dann haben sie noch ein 7. oder ein 8. Teil gefunden. Also einfach, man hat nichts im Zufall überlassen oder nichts einfach so gefunden, so nach dem Motto, ja, okay, das ist dann der Schweizer Band, die kommt aufnehmen, voilà, jetzt, das längert jetzt. Sondern die haben wirklich einfach Vollgas gegeben unter der Regie von Jim. Aber die haben wirklich sich den Arsch aufgerissen, dass das eine gute Produktion wird. Und das hat mich so aufgestellt und hat mich so imponiert, eben, wie wir hier arbeiten. Das also auf dem absoluten Top-Level. Die Beale Street, das ist etwas, das ich jedem empfehlen kann. Einmal hier auf und ab zu laufen, ein bisschen Gift kaufen. Nein, Gift ist ja ein Stores. Da kannst du sogar Ware kaufen. Also nicht Gift, kannst du Geschenk. Liebe kaufen. Geschenk. Ja, das
ist, glaube ich, gar keine Frage, dass man das wieder mich. Also das ist für jeden Musiker. Also das ist ein absolute, ich muss es betonen, Highlight von meinem Musikerleben. Und ich möchte wirklich an dieser Stelle, wenn ich schon das Interview darf geben, Jim, Merich, am Frenzel, am Messi, an meinen Musikkollegen einen grossen Dank aussprechen. Weil ohne die hätte ich das nicht erleben können.